Jetzt, meine Damen und Herren. Nächste Mikrofon ist schräg. So. Nächste Folge. Bla bla bla. Ihr kennt das Spielchen. Wuisch und. So. Da übertrieben. Hä? Was ist denn jetzt? Wir gehen jetzt zu Tier 5. Nur noch die. Und dann haben wir gleich die höchste Tierstufe, die es in dem Spiel gibt. Wieder das verbrannte Gebiet. Freue mich überhaupt nicht. Aber it is what it is. Ich bin auch schon dabei, richtig viel Fleisch zu kochen. Fleischkuchen. Maiskuchen. Hallo? Viel? Boah, was geht denn hier ab gerade, ey? Beruhigen Sie sich. Fallen würde das. Dankeschön. Stirb doch. Ich habe jetzt auch extra noch mal ein bisschen Munition weggelegt. Weil wir jetzt noch sehr viel finden. Daher. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Scheiß, rennen denn Zombies an. Gott, sind das viele gerade. Die Performance, ne? Das ist gerade fürchterlich. Die Performance, die kickt gerade anders rein. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich Großartiges tun soll. Deshalb ich tatsächlich im Überlegen bin, ob ich das Projekt sogar nicht schon sehr, sehr viel früher beenden soll. Boah.
dass ich dann vielleicht doch noch bis zur nächsten Hordennacht spiele und dann war es doch schon, weil. Abgesehen von halt die ganze Zeit Missionen zu laufen, wüsste ich halt auch nicht, was ich Großartiges machen soll. Maisamen. Weil die Performance ist halt immer noch das, was mich am meisten abschreckt in dem Spiel. Weil es ist halt so laggy, das Spiel. Und es wird gefühlt immer schlimmer, je öfter ich das Spiel starte. Und aktuell große Updates werden nicht übernommen. Also unternommen, besser gesagt. Wasser reinigen. Es ist halt aktuell fürchterlich. Ist so noch so eine Fette hier. Auf jeden Fall will ich jetzt so schnell wie möglich zu den Tier 5 kommen. Ursprünglich wollte ich halt eigentlich auch noch ein Auto haben. Dürfen wir nicht vergessen, nee. Jetzt muss ich leider springen mit meinem armen Bein hier. Dann her. So Leute, erfolgreich die letzte Quest abgeschlossen. Eldritch-Kiste. Tja, hier kennt ihr den Spaß. Können wir mal kurz mein Ei kurz fressen. Ich habe auch leider keine Dietrich. Ich habe nochmal alle Kisten abgecheckt, aber. Keine Ahnung, wo ich diese scheiß Dietrich hier hatte. Wo ich die hingelegt habe. Schon besseres gesehen. Definitiv besseres. Ah.
Amram. Deswegen, ich würde mich jetzt auch nicht mehr so viel drauf achten, wenn ich ehrlich bin. So, 42 müsste dann der nächste Ordentag sein. Müsste 42 sein. Wenn, ich glaube, 35, 20, 42. So, mal diese Tasche hier, die macht mich wahnsinnig. Was ist hier drin? Weil dann würde ich vielleicht doch noch bis 42 machen, weil, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch Großartiges machen soll. Ich? Habe ich hier mein Notfall drin? Ja. Lass mich kurz mein Inventar entleeren, dass wir dann mit der Tier 5 anfangen können. Seelenruhe. Viel ist ja eh nicht. So, die Athletenrüstung. Eka, Athletenrüstung. Hier. Yes, ich wollte gerade irgendwas machen. Irgendetwas wollte ich machen. Achso, ich weiß es wieder. Ich werde hier noch die Geldscheine mitnehmen. Sollen wir mal nachgucken können. Wie gesagt, das bezüglich, ich muss es noch überlegen. 72 oder doch Tag 50. Ich weiß halt nur leider nicht, was ich noch die Folgen füllen soll. Weil ich werde jetzt halt nicht jeden Tag jetzt nur noch die ganze Zeit die Quests langlaufen. Ich werde ein Auto werde ich halt noch bauen. Die Tier 5 Quest machen wir jetzt. Es gibt noch einen Erfolg, wir müssen uns ein bisschen die Lüfte bauen und ein bisschen nach unten bauen. Problem ist, aktuell funktionieren einige Erfolge in dem Spiel nicht, weil ich habe, glaube ich, 4 oder 5 aktuelle Quest-Erfolge, die nicht freischalten lassen. Und Updates kam es jetzt auch keine raus in dem Spiel, außer halt dieser Lootbug und so. Und sich noch nichts verändert. Great. Here you go. If you break it, you buy it. Gib mal Kleber. Woo! Batteriebank, ein Bogen, ein Klingfallen. Guck mal, eine Klingenfalle. Cool. Darf ich got money this time, or are you just here to piss me off? Beides. Auto. Watch yourself, stranger. I know some fellers that break legs for coin. Alter, 10 Klingen fallen. Not bad. Immer noch Stufe 4. So ist es jetzt einmal. I'm gonna make you an offer. Are you out of your goddamn mind?
dass er sich das mal kurz machen. Don't just stand there with your thumb. Fine. Take a fucking look. Ist ja quasi um die Ecke. Jo, weiß nicht. Eine Chemiestation verkauft er sogar. Gehüfte. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Blockschaden macht die 101. Und die 135. Das noch ohne Mods. 152. Schlechte Specht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir jetzt vorher noch eine Quest machen und dann aktualisiert sich ja die Liste erst. Aber dass das Ding so in der Nähe ist. Upsala. Mein Gott, das nervt halt schon wieder. Mit dem Motorrad zu fahren ist wie auf dem Eis zu fahren. Fürchterlich. Einfach nur fürchterlich. Ich würde tatsächlich auch sagen, mehr Quests würde ich ja noch nicht mal machen. Ich würde die Tier 5 noch spielen. Gucken, wie es ist, eine Tier 5 zu spielen. Ich weiß nicht, ob es auch eine Tier 6 gibt. Also man schaltet XP frei, aber ob es halt auch wirklich weitergeht. Allerdings ist das dann erstmal das Ende. Noch mehr Quests würde ich jetzt nicht mehr machen wollen. Welch eine beeindruckende Villa. Mal sehen wir schon, dass da unten. Surprise, surprise, Motherfucker. Ist hier denn keiner? Meff gekocht, ne? Da drinne. Hallo. Guck dich mal. Dun 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 dun. The fuck, Alter, wo geh ich denn hier schon wieder hin? Stoff. What the fuck? Ist ein richtiges Labor hier unten. Thank you.
NPC. Kein Bock auf dich. Ich hab Hunger, Leute. Party People. Bin ich noch zugeschlossen? Sicherlich nicht. Wird jetzt ein bisschen gequickscoped hier. Besser gesagt, der Nosecoped. Was ist das für ein Forschungslabor? Keine Ahnung, was das alles hier sein soll. Spiel wird dann bestimmt richtig interessant noch werden, wenn dann die NPCs und der Story-Modus noch alles kommt. Die Dinger sind immer so schnell. So werde ich. Geht mir alles wieder nicht.
ihr alle noch chillig bleibt und keine krassen Viecher seid. Komm raus, der Mann. Das ist eine Tür. Wir könnten uns selbstverständlich einfach durchschlagen. Das hat ein bisschen Lebenspunkte. What is happening? Mein Motorrad. Warte mal ganz kurz. Der Tor steht noch da. Ich würde gerne wissen, was das gerade verursacht hat. Dass hier gerade alles eingestürzt ist. Ganze Minenschacht. Laborausrüstung. Was denn? Einfache Knüllbirne.
Hat wenigstens nicht so viel Leben. Können wir kurz wegknallen. Das wäre noch gewesen, wenn mir Torwart auch noch gefallen wäre und dadurch kaputt geht. Leute, ne, wir leben hier die ganze Zeit neben so einem Ding. Das erfahre ich jetzt erst. Das ist ein Atomschutzbunker, so ein Labor von der Regierung. Torrad. Irgendwas ist da weggebrochen. Mann, ich kann gar nichts aufheben. Das ist eigentlich cool. Okay. Wo ist das Motorrad? Das war mal eine coole Mission. Abgesehen davon, dass das alles eingestürzt ist. Ich war schon begeistert, dass ich in den Fahrstuhlschacht runterklettern musste, dann noch an einem Seil runterrutschen musste und alles. Und dann in so einem geheimen Labor rauszukommen. Davon war ich jetzt schon begeistert, muss ich sagen. Aber noch eine Quest schaffen wir nicht mehr um die Uhrzeit, das wird dann ein bisschen spät. Ohne Schanze. Schade. Das ist so schwammig, wie gesagt. Hallo. What are you look? Now that you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Ich habe keine Ahnung, was ich mit die Kacke machen soll, Alter. Nee, es bleibt bei 5. Also es gibt nichts Besseres als das hier anscheinend. Oh, look who's tired of eating out of dumpsters and finally ready to do some work. Can't say I'm not surprised. Good luck, kid. Flash some cash or get lost. Flash some cash. Ja, die Scheiße. Die Mutter stirbt. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Also wir haben dann noch ein NDC, wo wir gerade waren. Nur diesmal Außenposten. Das machen wir dann fürs nächste Mal. Nächste Folge. Es gibt anscheinend keine besseren Quests mehr. Man könnte höchstens nur ins Schneegebiet gehen oder ins Ödland, um dann den Schwierigkeitsgrad höher zu schrauben, wodurch dann auch allgemein die Qualität der Ware halt auch wieder steigen würde. Aber hey.
das nicht auf der Seite? Dieses komische Museum? Ah, das ist die Mission, der wird mir schon mal gemacht. Oder ne, ich glaube nicht hier. Aber ich das glaube, war woanders, was ich meinte. Ich bin halt ein knallharter Bursche, wisst ihr? So, bitteschön. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder eine Menge Kram. Nein, verdammt. Die gerade. Ich bin unter einmal kurz einen Fähigkeitspunkt vergeben, den wir noch hatten. Wir sind jetzt Spielstadium 79. Jetzt langsam voran. Und hier noch nicht abgebaut. Silber, Diamanten, Ölschiefer, Draht, Rustet. Okay. Was ich machen wollte, jetzt erinnere ich mich wieder. Wollte mal die Heftchen wieder lesen. Und die Kacke jetzt auch auf Max. Mechanische Werkzeuge freigeschalten. Na gucken. Da haben wir es. Den Erdbohrer haben wir jetzt freigeschalten. Der Modest ist wahrscheinlich sehr einfach da unten bohren. Und die Kettensäge. Also halt Stein und Holz, ne? Das nächst bessere nach Stahl. Ja, das will ich mal mit Nagelpistole. Reparaturwerkzeug. Das nächstbeste. Nächste Sammel. Hat das hier. Der Truck. Hier sind noch zwei. Nur noch zwei Bücher brauchen wir, Leute. Dann können wir das Auto bauen. Das klingt nach vielleicht ein, zwei Missionen noch. Und dann haben wir das Auto. Sofern wir es auch finden. Die eine Kiste ist total überflüssig geworden, habe ich das Gefühl. Seitdem wir das hier alles brav sortiert haben. So, ein bisschen Brennstoff wieder nachlegen. Was wir noch tun müssten, dass wir ein paar Autos zerlegen für Batterien, sehe ich gerade.
Das könnten wir eigentlich tatsächlich so für die, das würde ich für die nächsten Folgen mal aufbewahren. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun. So, zack. Schraubenschlüssel habe ich dabei. Kann ich jetzt upgraden? Hält's ein bisschen mehr aus. Ja, guck dir das Ding an hier. Pam, pam. Ching, ching, Motherfucker. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann kümmern wir uns nächste Folge, machen wir noch eine Quest. Nämlich dann hier den NDC Checkpoint 5 säubern. Dann haben wir vielleicht auch genügend dann fürs Auto und so. Dann haben wir wenigstens für Folge 38 was ein bisschen zu tun. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.